Ja gut, das ist letztes Mal ein bisschen schief gelaufen. Das heißt, wir probieren das jetzt gleich nochmal, nehmen hier nochmal. Das war die falsche Taste. Was ist gerade mit meiner Maus los? Ja, danke. Ja, nehmen wir alles. Alles nehmen wir damit. Alles nehmen wir damit. Ja, das nehmen wir alles mit. So. Wir fügen mal wieder den Powerkern ein und schauen mal, ob wir es jetzt besser schaffen. Ich hab's. Oh, mein Hund hat was gefunden. Ja, dass wir jetzt hier ziemlich aufs Maul kriegen wahrscheinlich. Na gut. Das mit der Todeskralle, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber falls das ein Witz sein sollte. Hier oben. Was? Hier oben ist jemand. Deine Mutter ist hier oben. So, und wir machen hier keine halben Sachen, wir springen hier direkt runter. Meine Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Ja, ich bin sehr beeindruckt von dir. Das ist Gristle. Wir kriegen kaum Schaden gerade, das ist vorteilhaft. Wir müssen auf jeden Fall Gristle töten und die Munition sparen. Na, laden mal kurz nach. Wir haben noch fast 1000 Schuss. Damit sollten wir die Todeskralle dann wohl doch langsam erwischen. Da oben gammelt. Ey, wer schießt da? Da oben gammelt irgendwo einer rum, den ich nicht sehe. Da gammeln noch ein paar herum. Aber ich laufe einfach mal vor, damit dieses Event ausgelöst wird. Und dann laufe ich weg. Denn die Todeskralle wird sich zuerst um die Raider kümmern und dann erst um uns. Das heißt, wir sparen schon mal Munition. Natürlich vorausgesetzt, es gibt noch Raider. Ja, anscheinend gibt es sie noch. Na Jungs, macht mal was, ne? Ich überlasse euch das. Was war das? Ich überlasse euch das mal. Eigentlich sollten wir dem Vieh ziemlich heftig in die Beine schießen, damit es uns nicht mehr verfolgen kann. Ihr seht schon, das läuft. Au! Piss dich! Alter, das Vieh hat mich gerade eingekesselt. Das war es, glaube ich, schon wieder. Die Folge hier kommt nie online. Also ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich hänge. Also dass ich hängen geblieben bin, habe ich ja schon öfter gehört, aber das hier ist eine neue Dimension. So, mein Hund hat's erwischt. Und das war die Todeskralle. Und das war ein Raider. Und da hinten ist wieder mal Riesenexplosion angesagt. Mein Hund lebt wieder. Gott sei Dank. Alter Schwede. Das Vieh ist, das schießt wieder auf uns. Das finde ich nicht höflich. Melden Sie sich bitte, vortreten. Hallo? Ah, da hinten. Hatschi. So, da hinten steht noch einer. Oder? Steht da hinten noch einer? Irgendwo hier steht noch jemand. Ah, da ist er. Hallo. Hatschi. So, das dürfte es dann aber gewesen sein, oder? Jawohl. Eieiei, das war ganz schön heftig. Aber man sieht schon, wenn man nicht so lange da auf dem Hausdach herumgammelt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Man muss es sich halt nur ein bisschen besser einteilen. Das ist doch gut gelaufen. Hallo Raider. Double Barrel Shotgun, die haben wir glaube ich schon. Ich kann euch übrigens gleich sagen, dass ich eigentlich nicht viel mit der Power-Rüstung herumlaufen möchte, weil ich das ganze Movement und dieses ganze, auch das Interface finde ich irgendwie komisch. Ich meine, ein bisschen besser als das Standard-Interface. Korweger Lagerschlüssel. Ach, das war Gristle. Hat eine schwere Beipistole. Was haben wir denn für eine Standardrüstung eigentlich? Ich weiß es gerade nicht mehr. Eine Lederrüstung. Ah, der Gegenstand ist kaputt. Verschweißte Raider-Rüstung. Okay, das bringt uns alles nichts. Aber was wir noch machen könnten, wäre.
Warte mal. Ah, danke. Das war mir gerade irgendwie ein Bedürfnis. Ich bin nicht verrückt. Verpiss dich, Hund. Heißt du eigentlich immer noch Hund? Ja, du heißt immer noch Hund. Ich weiß, dass er später eigentlich Dogmeat heißen müsste. Oder vielleicht war ich nur wieder betrunken. Scheiß Todeskralle. Wer kommt denn auf die Idee, hier eine Todeskralle hinzusetzen? Das ist doch wahnwitzig. Aber gut, wir können den Minuteman von unserem grandiosen Erfolg berichten und schon mal schauen, was die Jungs jetzt so machen. Wenn es denn mal lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Aber richtig, Junge, mach keinen Aufstand. Chill mal. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Tja, was sagst du? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sicherer ist. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier. Es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Ja, Geld, das ist doch, war kein Problem. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm für Geld immer wieder. Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Next Sanctuary, aha. Okay, Gabi, ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Gott sei Dank, die Ärzte konnten das ewig nicht feststellen. Okay, ich höre. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Was für ein überraschender Plot-Twist. Wo ist mein Sohn? Wo ist John? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich, aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Und die ist ziemlich klein, wie ich euch sagen kann. Okay, wir haben einen neuen Auftrag. Diamond City. Was ist in Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Ja, die zugedröhnte alte Oma. Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Da hat sie recht. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute. Warum ihr eigentlich glaubt, dass ihr euch in meiner alten Heimatstadt niederlassen könnt, ihr Penner? Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als wartet, das wartet, hier kann entspannt es wohl kaum. Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Füße. Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Ja, geht ihr mal. Ich mache inzwischen... Wo gehe ich eigentlich hin? Ich mache inzwischen was anderes. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir? Wollen wir zurück nach Sanctuary laufen und erstmal die Siedlung dort aufbauen, helfen? Oder wollen wir uns gleich ins nächste Abenteuer stürzen? Grundsätzlich wäre ich eigentlich eher fürs nächste Abenteuer, aber da wir ja hier die Boston Wanderer Mod spielen und wir alle Vorräte brauchen und jede Hilfe auch brauchen, die wir kriegen können, wäre ich eigentlich eher dafür, dass wir erstmal zumindest schauen, was sie in Sanctuary brauchen. Wir müssen ihnen ja nicht gleich helfen. Was? Hund, hast du gerade den Mann hier gefressen? Das ist unhöflich, ich wollte noch looten. Ach Mann. Na gut.
Wo laufe ich denn eigentlich gerade hin? Was habe ich denn noch für Quests eigentlich? Ja gut, Diamond City. City. Geh zu Preston Garvey. Geh zu Preston Garvey. Gut, dass die Quest hier zweimal da ist. Well done, Bethesda. Und da unten ist Diamond City. Bis wir da hinkommen, dauert es noch ein bisschen. Gut, wir könnten einfach geradeaus durchlaufen und jedem Ärger aus dem Weg gehen, aber das wäre ja irgendwie ein bisschen lame. Und ich könnte mich jetzt natürlich auch einfach zurückteleportieren nach Sanctuary, aber ich möchte das Teleportieren jetzt nicht so exzessiv einsetzen, zumindest nicht im Let's Play. Normalerweise würde ich schon tun, aber es ist ja wirklich nicht weit. Ja, wir sind eh schon bei der Red Rocket Station. Gut, vielleicht werde ich es auf dem Rückweg nutzen. Also die Powerrüstung ist schon... Das war die falsche Taste. Ja, ich habe es kapiert. Wir können jetzt mit der Powerrüstung auch die ganz normalen Waffen benutzen. Das ist kein Problem, falls sich das jemand gefragt hat. Aber Miniguns von Hubschraubern reißen, das können wir natürlich nur mit unserer Powerrüstung. Man muss allerdings auch sagen, dass man für den Anzug eine gewisse Energie braucht. Das seht ihr neben den übertrieben riesigen AP-Prozent-Ding links unten, nein rechts unten. Da steht Core mit zwei Nullen. Das ist die Energie des Kerns. Das heißt, wie viel Energie, ja, man kann sich denken, wie viel Energie der Kern bereitstellt. Wenn der leer ist, dann können wir unseren Anzug... ich weiß gar nicht. Können wir ihn dann gar nicht mehr nutzen oder hat er nur seine Vorteile nicht mehr? Das weiß ich gerade nicht. Wir stellen unseren Anzug auf jeden Fall hier an diese Power-Rüstung-Station. Oder, ja, wir stellen uns hier hin und verlassen das Ding. Und das war's. So, wir sollen laut Quest hier hin an die Werkstatt. Wir drücken T und lagern all unseren Schrott hier und schauen dann mal, ob wir hier beispielsweise an unserer Pistole was machen können. Ja, wir können einen besseren Verschluss nehmen. Und wir haben noch ein Level-Up, das habe ich ganz vergessen. Erhöhter Schaden, noch kritische Treffer, erhöhter Schaden wäre natürlich gut. Automatikverschluss ist natürlich auch nicht schlecht. Ich wäre aber irgendwie für den Gehärteten, weil ich lieber gern viel Schaden raushau. Deswegen machen wir das jetzt auch mal. Einen gehärteten Verschluss. Einen kurzen Lauf. Wir können auch einen verlängerten Lauf nehmen. Der verlängerte Lauf bringt, also der kurze Lauf bringt bessere Präzision auf kurze Distanz. Und der verlängerte Lauf, damit können wir eben auch auf große Distanz was machen. Komfortgriff haben wir eh schon dran. Magazin können wir leider noch nicht upgraden, weil wir dafür, wie ihr hier seht, den Rang 1 im Waffenfreak brauchen. Deswegen würde ich den auch ganz gerne haben. Auch die ganzen Kompensatoren hier. Man kann auch die Minigun aufrüsten. Ganz besonders cool finde ich natürlich hier den Reißwolf. Damit kann man einfach mal alles one-hitten im Nahkampf, gefühlt. Ich würde gerne die Shotgun aufrüsten. Die macht 45 Schaden. Ein gehärteter Verschluss für 56 Schaden wäre ganz praktisch. Visier auf einer Schrotflinte finde ich natürlich ausgesprochen nutzlos. Wir könnten hier den Lauf entweder absägen oder verlängern. Macht halt eine geringere Streuung, aber dafür können wir damit besser schießen. Für den Beginn ist mir allerdings der Schaden wichtiger. So, damit haben wir unsere Waffen mal ein bisschen aufgerüstet. Und dem Pfeifen nach zu urteilen, genau, Preston Garvey ist schon hier. Wenn ich jetzt noch die Rüstungswerkbank finde, kann ich euch vielleicht auch noch zeigen, wie wir unsere Rüstung verbessern. Das ist doch keine Werkbank, oder? Nee. Waffen, normal. Und das wird halt eben alles aus diesem einen Pool hier gewonnen. Aus diesem Ressourcenpool, jetzt nur bezogen auf Sanctuary Hills. So, ihr seht, unsere Pistole würde jetzt deutlich mehr Schaden machen. Ist natürlich nutzlos, wenn sie keine Munition hat. Das habe ich vergessen. Vielleicht hätte ich doch eher die Pipe-Waffen aufrüsten sollen. Da haben wir wenigstens ein paar Schüsse. Wo haben wir denn überhaupt noch Munition? Eigentlich eh nur mehr hier und da auch nur ein paar. Deswegen war es mir eben wichtig, dass zumindest der Schadensoutput passt. Das ist alles ein bisschen schwierig.
So, Preston, was geht? Mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, aber das war schon mal mein Zuhause. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ja. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Mhm. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, was auch immer. Freut mich. Obvious Blick, was das aussagen soll, weiß ich sowieso nicht. Bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Ja, genau, du hast zu viel zu tun. Du musst wichtig mit deinem Lasergewehr hier durch die Siedlung laufen, denn mehr machst du ja nicht. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ja, machen wir. Machen wir. Aber erstmal beenden wir die Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye. Du brauchst dich gar nicht so ranschleichen, Kotzwerf.